Gut, habe ich hier die Fruchtbarkeit für... für Melzerei. Achso, es ist keine Fruchtbarkeit. Produziert Malz. 5 Ziegel brauche ich dafür. 5 Ziegel habe ich nicht. Ölquelle, Zement, Kupfer, Zink, Steinkohle, Eisen und Lehm. Ja, es ist doch jetzt schon alles gelöscht hier. Fast. Uns fehlen Waren. Fehlende Ausbaukosten. Ja, ich weiß. Produziert doch mal mehr Ziegel für mich. Kann doch nicht so schwer sein. So, wie viel Zeit haben wir noch? Okay, gut, passt. Gut, hier läuft alles rund. Hier ist jeder Tag ein Markttag. Die Flammen wurden gelöscht. Sehr schön. Da mache ich das mal so. Fehlen mir weiter Kartoffeln. Ja, mir fehlen weiter Kartoffeln. Dann kriegen die als nächstes einen rein. So. Die Melzerei. Braucht Weizen. Also Getreide. Wo sind wir denn hier? Kein Warenlager in der Nähe? Oh. Heute ist nicht mehr viel zu tun. Ja, dann mache ich das einmal so. Ich habe nicht bedacht, dass ich auch Warenlager daneben brauche. So, es ist dann jetzt direkt in der Nähe vom Weizen. Oder vom Getreide. Wie viel Getreide habe ich? Ja gut. Da kann ich jetzt anfangen, Felder zu ziehen. Und den Bereich hier abzudecken. Dann mache ich das einmal so. Spielstand gespeichert. Und zieht es hier rüber. Dann baue ich hier noch ein Markthaus direkt daneben. Mach das einmal so, weil dann kann ich hier hinten auch über juchtern. Oder warte mal. Mach das anders. Ist jetzt einfach direkt hier eine Brücke.
Straße hin. Ich habe das Gefühl, von denen könnte ich noch eine brauchen. Das sind Bauern. Ne, das sind Handwerker, also Arbeiter. Gut, hier hinten läuft's. Hier vorne läuft's. Dann würde ich mal sagen, brauen wir eine Brauerei. Am besten gleich zwei. Und hierfür brauche ich wieder 20 Steine. Huah. Damit sehe ich ein weiteres Problem einhergehen. Meine Unfähigkeit ist Micromanagement. Mehr gönnt man uns nicht? Hier mag Platz. Ihr habt doch jetzt alles. Okay, Fische steigen, Bretter steigen, Holz fällt. Schnaps steigt und Wolle steigt. Kleidung steigt, so. Schweine stagnieren, das ist jetzt auch ganz schön. Zu viele Transporter. Okay, langsam funktioniert sicher. Kaufen, verkaufen. So, bis dahin wird verkauft. So, Fisch. Verkaufen. Und ich steige hier munter vor mich auf. Was fehlt euch? Weizen. Wie sieht das Material aus? Weizen habe ich auch nicht genug. Oh. Scheiße. Achtung, der Boss, ja. Sorry Leute, dass ich ein wenig unfähig bin. Wir wohnen hier freiwillig in der Siedlung. Also hört auf so rumzupussen. Sitzen. 13:30. Natürlich. So. Wow, was hab ich denn jetzt für krasse Ach, die kriegen wir, ne? Tag für Tag diese Plackerei. Oder? Doch. Dann setze ich euch zweimal um.
Wo kann ich ein Wirtshaus bauen? Da. Setze ich die alle noch mal eins höher. Und ziehe einfach mal eine Straße durch. Und ziehe das auch alles eins höher. So, und ziehe dann hier noch eine Straße durch. Und dann ist damit eine gewisse Abdeckung gewährleistet. Wir geben uns eine Stimme. Ihr braucht Seife und Schule braucht ihr. Nicht zu meckern bei der Stundenzahl. Warnung. Das Feuer ist doch wieder eingedämmt. Läuft doch alles hier. Ich weiß nicht, was ihr meckert. Aber mir tut die Hand weh. Kann ich nichts mehr ändern. Wir brauchen halt die ganze Zeit Weizen. Beziehungsweise Getreide. Das ist schwierig. Propaganda-Artikel freigeschaltet. Kommt immer gut, wenn ich propagiere. Das ist vielleicht jetzt nicht so optimal geplant. Aber mal schauen. Ich stell hier einfach noch ein Lagerhaus hin. Was soll der Geiz? Gespeichert. Fehlende Waren. Gut, und jetzt brauche ich noch eine Schule. Ach, da stehen Felder, ja gut, das ist dann unnützlich. Für die Schule müsst ihr leider weichen. Gemeinnutz geht über Eigennutz. Und Schule geht über Bauernhäuser. Sorry. Was brauche ich noch für alles? Oh, Ziegel. Gut, da vorne ist dann für Schule gesorgt.
dann reiße ich den Weg hier ab. Reiße die Gebäude hier ab. Stelle hier eine Schule hin. Und ziehe hier einen Weg durch. Damit ist dann für Bildung gesorgt. Die Schenke kann die ganzen Leute bedienen. Hier oben könnte noch eine Schenke rein. Aber sie passt hier rein. Reiß ich mal wieder Gebäude ab. Baue ich hier eine Schenke. Und verziere alles so ein bisschen. Okay. Passt doch alles soweit. Okay. Schwein fällt ein bisschen. Wie sieht's aus? Kleidung stagniert, Schnaps steigt. Wolle habe ich gar keine mehr. Scheiße. Okay, dann gehe ich mit Fisch weiter runter. Und gehe dafür voll auf die Wolle. Volle Wolle. Komm schon, ich brauche noch zwei Steine. Gebt mir zwei Steine! Es ist nicht Bright Sands, aber es ist alles andere als schlecht. Jetzt habt ihr alles. Zufriedene Arbeiter sind gute Arbeiter. Polizeiwache. Kommt schon. Spielstand gespeichert. Ja, ich hier alles raus. Was brauche ich eigentlich für eine Fregatte? Das wird mir nicht mal angezeigt. Ja, super. Oh, sogar nur zwei Steine. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Zeitalter der Handwerkskunst. Damit baue ich dann mal eine Fregatte. Noch jemand, der mich zur Strecke bringen will? Versuch's doch! Wer bist du denn? Alles, was ich je wollte, war ein Ort zum Leben und Arbeiten. Und den habt ihr gefunden. Der kaiserliche Hof wird von ihrem Fleiß und Ehrgeiz erfahren. Ich bin unvollendet. Gut, damit kann ich dann an dieser Stelle mal speichern. Und dann bedanke ich mich bei euch mal wieder für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.
Thank you.